Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Webinar hier bei FXFETS im Jahr 2020 zum Thema Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich an der Stelle wieder mit Dirk Hilger. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Webinar oder diese Webinarreihe dieses Jahr fortfahren können. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFLAT. An der Stelle, bevor wir zum Risikohinweis kommen, wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute für 2020 und ja, natürlich auch viel Gesundheit. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Nichtsdestotrotz viel Erfolg beim Trading. So, dann der Risikohinweis. Auch dieses Jahr dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen auch dieses Jahr Ihre eigene Entscheidung treffen. Gut, dann hoffen wir, dass Dirk jetzt beim 997 Programmschließung ist und wir können ich kann den Bildschirm übertragen. Tatsächlich noch nicht, ne? Ist, Da habe ich doch das. ganz langsam gesprochen. Aber Ja, ist ja es nicht ist. schlimm. Du kannst Ja, ja sowas erzählen. ja. Bin nur gespannt, was dann dabei rauskommt, wenn ich da gleichzeitig erzählen muss. Ey, das Nein, ist also unglaublich. Das ist glücklicherweise kommen immer noch Teilnehmer rein. Dann haben die auch noch nichts verpasst. Herr Gott, was hier alles auflöst, das gibt's gar nicht. Ja, das ist immer so, wenn man irgendwie, ich schalte den Computer halt nie aus. Und da kommt ein Zeug zusammen. Das hört überhaupt nicht auf hier. Aber gut. Ich versuche da jetzt mal irgendwie klarzukommen mit der Materie. Schnell gucken, ob hier aufgeräumt ist, weil es gibt ja gleich hier wieder ein Bildchen. So, aber du kannst gerne mal den Bildschirm rüber beamen. Okay, war auch mal genug Zeit, jetzt den Risikohinweis zu lesen. Dann kann auch keiner sagen, dass er das nicht gewusst hat. Dann gucken wir mal, dass es funktioniert. So, das sieht doch erstmal soweit gut aus. Das sieht gut aus. Ja, Ja, viel Erfolg, so. viel Spaß. Ja. Versuchen wir mal, ne? So, moin, einen wunderschönen guten Morgen hier. Und ich schließe mich erstmal dem Nelson an, wünsche euch hier nochmal quasi persönlich alles Gute zum neuen Jahr 2020. Und ja, aber ich glaube, man hat das auch jetzt irgendwie schon langsam oft genug gehört. Man kann es auch nicht mehr hören. Ich wundere mich auch immer, wenn ich irgendwo hinkomme, ja, so frohes neues Jahr. Denke ich mir so, irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Und wir haben ja mittlerweile den 7., ne? Haben wir, oder? Glaube ich. Genau. Ja, das stimmt. Und freue mich natürlich, dass wir jetzt hier auch nochmal starten mit dem Live-Trading, beziehungsweise wir haben ja dieses Jahr einiges an Terminen auf der Uhr. An Webinarterminen und das ist heute jetzt auch mein erstes Webinar, glaube ich. Ja, doch, erstes Webinar jetzt für dieses Jahr und starten hier direkt mit dem Live-Trading. Ich bin vor allen Dingen halt mal sehr gespannt. Also, das ist ja gerade schon irgendwie im DAX, hat man ja gerade gesehen. Ich habe es so nebenbei beim Kaffee kochen gedacht, was ist da los? Irgendwie fast 100 Punkte da schon mal gleich irgendwie rauf und runter. Und das verspricht zumindest doch volatil gleich auch zu werden. Ja, und mein Job ist es natürlich, zusammen mit euch hier halt irgendwo einfach nur ein Stück irgendwo aus der Bewegung halt rauszuschneiden und nicht etwa irgendwie den ganzen Tag einzutüten, auch wenn das auch schon das öfter mal gelungen ist. Aber darum geht es ja jetzt nicht primär. So, kurze Rede, langer Sinn. Ich gehe jetzt mal gleich hier rüber auf den Chart und dann gucken wir uns das Ganze mal gemeinsam an. So. Wie sieht es denn da aus? Der brauchen wir nicht. Erstmal alles zumachen, was wir hier nicht brauchen. Aber ich glaube auch, und gerade mal gucken von der Darstellung, das geht eigentlich noch einen Tacken größer. Moment, ich muss das mal irgendwie gerade hier zurückswitchen. Das müsste aber funktionieren. Moment. So, ja, ne? Sieht man auch noch alles. So, also, ich muss aber hier auch jetzt noch mal ein paar Fenster aufmachen, weil ich habe vorhin hier irgendwie
etliche Programme irgendwie schließen müssen und da ist so ein bisschen alles andere gerade kurz untergegangen. Weißt du So. noch, wie der MetaTrader funktioniert oder soll ich dir helfen? Ja, kannst du mir gleich nochmal erklären? Was? Der Dirk wird zum Thorsten. Was? Ja, so, ich gucke jetzt erstmal durch, was ihr hier so von euch gebt. Da ist ja schon wieder richtig was los heute Morgen. Boah, ich habe gestern schon gedacht, ich könnte heute das Webinar irgendwie gar nicht machen. Gestern nur rumgehustet. Aber das war dann nachmittags schon wieder weg. Das ist dann erstmal gut. Das heißt, es dürfte hier von dem Geräuspere etwas in Grenzen halten. So, also wie ihr merkt, ich eiere hier gerade rum, weil ich irgendwie parallel noch 20 andere Sachen mache, um halt hier irgendwie halbwegs klarzukommen. So, ich gehe mal auf den, ganz kurz, ich brauche natürlich einen Überblick jetzt hier so generell, wo wir stehen, um jetzt zumindest nicht irgendwie gegen die große Wetterlage da halt anzustinken, sozusagen. So, das heißt erstmal daily, ne? Das sind jetzt nicht unbedingt die Linien, die ich im Block drin habe. Ungefähr sind es die teilweise, aber die ergeben sich auch in den Webinaren auch schon mal ein bisschen anders. So, da sieht man halt, ne, also jetzt Tageskerzen. Die hier, die war schon drin, die war auch im Block, ne? So, da haben wir halt. Also behaupte ich jetzt mal, wenn nicht, das ist keine böse Absicht, dann irre ich mich an der Stelle ganz einfach. Aber generell ist es halt so, also das Bild ist halt schon ein bisschen chaotisch, würde ich mal sagen, ne? Weil wenn man sich das halt mal anguckt, kommen hier irgendwie runter, ja, halt zum Jahresende und dann halt hier mit einem Aufwärtsgap. Das heißt, hier haben wir schon fast, wenn man das halt mal mit einrechnet, diese Strecke hier, dann haben wir ja schon fast schon ein bullisches Engulfing. Das kippt man nochmal komplett nach unten, schlittern einmal unten raus und das vielleicht auch mal ganz kurz ein Wort dazu, zu dem Punkt hier, zu der 12.960 im DAX. Da hatte ich am Freitag noch gesagt, ne, wenn der halt irgendwie, wenn die großen Marktteilnehmer hier Gas geben, macht überhaupt keinen Sinn, da halt irgendwo im M15 oder so halt rumzumachen. Sondern dann sollte man wirklich die Levels im Daily suchen. Und das hat er mit einem Tag Verzögerung gemacht. Und da hatte ich auch gesagt, 960 in einem Rutsch. Damit sollte man dann rechnen. Und genau das hat er dann gestern tatsächlich gemacht. Wie gesagt, mit einem Tag Verzögerung, aber hier einmal komplett durch. Und dazwischen sieht man auch, ich habe auch hier keine Linie, auch in meinem Block. Auch nicht. Das ist einfach nur Luft. Ja, und dazwischen zu stochern, macht dann auch meistens keinen Sinn. Deswegen bin ich auch montags übrigens immer so ein bisschen zurückhaltend, weil es halt irgendwie, weil dann ganz oft dann schon halt mal so die Bewegungen vom Wochenende oder von Freitag fortgesetzt werden und weil dann schon halt so die Daily, Händler da eher aktiv sind und dann hat man schon mal solche Bewegungen, wie wir jetzt halt gestern gesehen haben, die halt dann einfach in einem Rutsch durchgehen. Wie ich auf die 12.960 gekommen bin, das ehrlich gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Die ist schon so lange bei mir im Bild drin. Aber generell sieht man ja hier auch an der Stelle, ne, hoppla, den Pfeil brauche ich jetzt hier nicht wirklich. Aber man sieht ja halt auch an der Stelle hier, bewegt sich irgendwie nichts. Das ist aber komisch. An der Stelle hier haben wir halt so eine Clusterung, einen Ausbruch. Und der wird natürlich entsprechend gerne halt auch mal, wie man hier sieht, dann backgetestet. Ja, und das ist halt einfach nur hier die Oberseite. Und das haben wir halt einfach nochmal gemacht. So, mehr ist da eigentlich gar nicht passiert. Ist einfach nur ein bewährter Support. Und dazwischen halt einfach, da ist ja auch nichts. Ja, also hier oben tummelt sich als nächstes dann halt Schluss in der Öffnung. Und von daher war das jetzt für mich auch das nächste plausible Ziel. So, und das ist halt heftig dran abgeprallt und jetzt laufen wir hier wieder zurück. Also das Ding hier, ja, in dem Bereich, das muss man sich, finde ich, weil es halt ein Gap ist, gedanklich dazu bauen. Das heißt, wir sind hier eigentlich wieder in der Aufwärtsbewegung, die wir hier halt gemacht haben, direkt zum ersten Tag des Jahres. Und da ist er einfach nur wieder zurückgelaufen. Das heißt, hier müssen wir es wirklich mal als Außenstab vorstellen, inklusive mit dem Gap. Und da hat er gestern einfach nur nochmal sauber drin geschlossen. Und das heißt, die Tendenz ist jetzt erstmal wieder weiter nach oben. Und zwar halt durchaus auch bis hier oben hin nochmal auf die 12, auf die 13.400 und irgendwas. Und muss jetzt nicht so kommen, aber es hat die Tendenz
einfach und die sich aus dem Bild hier meines Erachtens auch so ergibt. So, das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir da ein ATH oder irgendwas im DAX halt machen müssen. Ich sage nur, dass es halt so die generelle Tendenz, auch wenn jetzt eben halt mal kurz was auf den Deckel gekriegt hat hier in der ersten Stunde. Das heißt aber rein gar nichts. Und ich gehe mal hier nochmal zurück. Heißt rein gar nichts, außer dass vielleicht halt hier einfach ein paar nochmal rausgekegelt wurden. Und man sieht es ja auch, dass halt hier entsprechend direkt nochmal die Reaktion auch da ist. Mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn wir zur Eröffnung direkt nach oben laufen. Also muss jetzt nicht sein, natürlich. Ich fände es natürlich schicker, wir kommen erstmal runter, sodass man den Markt dann halt auch ein bisschen vernünftiger dann halt auch reinkommt. Aber ist ja kein Wunschkonzert, kennen wir ja alle das Spiel. Und ich sage nur, das wäre halt aus meiner Sicht natürlich sehr wünschenswert. Was wir halt hier haben, das habe ich mir mal noch gestrichelt eingezeichnet, das ist die Kassaeröffnung von gestern. Und da sehen wir halt auch hier so den Rebound, den er gemacht hat, ne? Das heißt, hier an einem Stück eigentlich durch über diesen alten Widerstand. Ich zeichne hier einfach mal eine Linie ein. Die Farbe ist jetzt erstmal egal. Aber hier halt lange Widerstand, 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 geht dann runter und knallt da halt dann da hoch. So, und das wäre natürlich schick, wenn wir da halt nochmal drauf dippen würden, also auf die 13.100. Ist natürlich eine ganz schöne Strecke. Aber das wäre für mich ganz klar ein Long-Kandidat, wenn er es denn macht. Einfach um nochmal den Lauf nach oben halt mitzubekommen, um es halt einfach nochmal zu versuchen. Also ich finde halt immer, der Versuch, sage ich ja auch immer, ist eigentlich das Sicherste, was man handeln kann. Nicht unbedingt die ganze Strecke, aber dass das nochmal versucht werden würde, das halte ich dann doch für sehr wahrscheinlich. Also, aber wie gesagt, kann genauso gut sein, dass wir jetzt halt hier direkt nach oben laufen, ist möglicherweise nicht so einfach in diesen Markt hier reinzukommen. Aber wir werden es gleich sehen. Und hier nur mal gucken, dass da alles richtig eingestellt ist. Nicht so wirklich. So. Und dann kann man gleich mal gucken, wie das jetzt startet mit der ersten Minute. Ich habe halt hier parallel, das habe ich jetzt hier nur nicht auf, aber ich habe immer noch mein iPad hier parallel auf, in den M1. Noch auf einem weiteren Bildschirm einfach zu betrachten, beziehungsweise auch generell, um einfach so ein bisschen Perspektive nochmal aus einer anderen Sicht dann auch zu haben. Und falls es dann halt irgendwie mal schnell geht oder sich halt im M15, das ist eigentlich der, mit dem ich am liebsten halt unterwegs bin, wenn sich da halt irgendwie nichts Brauchbares ergibt. Aber hier sieht man auch, jetzt hier die 155, ist das hier die blaue Linie. Das halt, war halt vorher hier ein Widerstand und den hat er jetzt getestet und versucht dann halt auch nochmal nach oben abzuhauen, beziehungsweise den jetzt halt als Support zu nutzen. Deswegen kann es schon sein, dass wir jetzt im ersten Run direkt mal nach oben laufen werden. Und ich bin da irgendwie schon so ganz leicht am Drücker. Das sind noch ein paar Sekunden. Das kann halt schon ziemlich. Die Bewegung, die jetzt kommt, die kann halt schon ein bisschen heftiger werden. Ich lege auch meine Order hier unten an den Point of Control von gestern. Das halt auch noch. Ich muss nur gucken, ich habe hier gar kein Orderbuch und kein Volumen drin. Das kann ich aber gleich noch umstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da die erste Reaktion jetzt ausfällt. Ja, ne? Direkt mal Alarm nach oben ein bisschen. So, ich stelle das jetzt erstmal um. Ah, ne, doch. Kann ich zumindest dazu schalten. So, erstmal nicht so wahnsinnig viel. Nach oben versucht, aber doch nicht raus direkt. So, die Stunde wird man natürlich im Auge behalten müssen. Da wäre jetzt halt das nächste Level, falls er jetzt wirklich doch noch ein Stück nach oben geht. Das wäre halt die 2425.
2,5. Einfach auch, weil die, also gibt es halt auch schon super lange bei mir im Bild, aber da haben wir halt auch jetzt die Tage nochmal reagiert. Das sieht man ja hier recht deutlich. Ja, hier oben an dieser Stelle. Das heißt also ein bewährter Punkt für Short. Und wie gesagt, es geht ja darum, also auch wenn ich vorhin gesagt habe, so generell Tendenz Long. Aber das heißt ja nicht, dass er das unbedingt dann halt sofort machen muss. Und generell vertrete ich auch immer so ein bisschen die Auffassung, direkt hoch funktioniert nicht, weil es halt einfach unattraktiv ist. Also für die, die halt mit größeren Positionen, also die Big Player, die da halt in den Markt rein wollen, beziehungsweise dann halt vor allen Dingen drin bleiben wollen für den Rest vom Tag. Und wenn das jetzt natürlich direkt hochläuft, und es ist ja nicht unbedingt jeder hier um 9 Uhr direkt am Start und sagt, so, wir machen jetzt das ganze Tagesprogramm. Kommt auch schon mal vor, aber in den meisten Fällen halt eben nicht. Und deswegen halt auch, wenn wir jetzt da hochlaufen sollten, wirklich, wenn der jetzt halt hier so einen 60-Punkte-Sprung macht, dann würde ich da oben auf jeden Fall short gehen erstmal und dann gucken, dass wir da tiefer nochmal reinkommen in den Markt. Hatten wir da irgendwelche News heute Morgen? Ja, im Moment ständig bezüglich Iran und US. Iran Ja. hat heute einige Sachen verkündet, dass sie 13 Szenarien jetzt fertig haben, um sich zu Ja. rechnen. Okay. Ja, ich habe mich nur vorhin gewundert, was ist das denn für, sind das denn für Bewegungen hier? Ja, und das sind halt natürlich dann die, zwischen 8 und 9 läuft halt natürlich nur der Future. Das heißt, da ist natürlich sehr dünnes Volumen. Und das trifft jetzt halt eben dann entsprechend auf den Kassamarkt, wo dann natürlich auch echte Aktien gehandelt werden. Und das ist natürlich dann nicht so reaktiv empfindlich auf solche Geschichten. Zumal das ja alles jetzt erstmal nur, ja, ich will es nicht sagen, Gerüchte sind, aber halt natürlich dann ganz viel Meinung, aber jetzt nicht wirklich da, was damit zu tun hat, was jetzt zum Beispiel da halt irgendwie von den Fonds und so weiter halt in den Markt kommt. Deswegen betrifft das den Kassa dann halt erstmal ein bisschen weniger. Beziehungsweise um diese Zeit dann halt eigentlich tendenziell eher gar nicht. So. Also. Wie kommen wir da rein? Also einmal wäre hier unten, ne, das wäre der Point of Control, wäre halt die nächste Unterschreitung hier von den Tiefs, da halt die Order, dann hier oben natürlich, habe ich ja gerade gesagt, die 242, aber halt einen Punkt tiefer jetzt halt hier erstmal und aber es ist ja tatsächlich so, ne, dass hier erstmal 20 Punkte nach oben geknallt. Habe ich mir fast schon so gedacht. Und trotzdem habe ich den Braten nicht getraut und wollte da jetzt auch nicht direkt reinspringen, auch wenn es im Nachhinein vielleicht ein Fehler war. Aber so ist das, wenn man gleichzeitig immer erklärt und dann halt irgendwie noch handeln soll. Und dann ist man halt auch manchmal ein bisschen zu langsam. Habe jetzt natürlich hier auch den Widerstand, ne? Aber da sind wir halt einmal schon durch. Hier das Tageshoch bei der 30. Für zwei, drei Punkte sieht man ja, wird es jetzt schon noch reichen oder hätte es gereicht. Aber muss man jetzt nicht unbedingt machen. Es sei denn, wir kriegen jetzt hier irgendwie so 9:05 Uhr nochmal nachhaltig ordentlich eins auf den Deckel, dann kann man das mal versuchen. Aber erstmal ist die Tendenz ja hier auf der Käuferseite. Deswegen würde ich sagen, am besten mal irgendwie die erste Viertelstunde mal abwarten. Ich kann mal hier, beziehungsweise reaktiv würde ich da oben unverändert. So, die Pivots, ah, okay, alles klar. Wir haben Pivot da oben. Passt natürlich auch ganz gut dazu, zu der 242. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die jetzt ja. Sieht ja so ein bisschen danach aus. Hier wird nochmal gefragt, welchen Bock du als Einstieg genommen hast. Welchen was?
POC, POC. Der von gestern. Ist das hier? Beziehungsweise ich habe ja noch keinen Einstieg, ne? Das ist ja eher hier unten so, ich wünsche mir was, aber ist ja noch nicht da. So, ist natürlich trotzdem nicht ohne, ne? Weil diesen Punkt sehen auch andere. Ist ja jetzt nicht so ganz frisch. Von daher schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, mein VPS hier ist so ein bisschen am Lahmen heute. Ich hoffe, das funktioniert dann auch gleich und hängt nicht hier irgendwie dann. Weil die Wohler ist natürlich schon sehr ordentlich. So, ich gehe mal auf den M1 hier. Da sieht man jetzt halt auch, ne? Das Prinzip ist halt immer das gleiche. Wir haben halt hier so so ein Mini-Cluster hier, aber eben halt nur im Future. Plus eben halt den Peak im Stundenchart. Deswegen jetzt hier Long reinspringen funktioniert auch nicht ohne weiteres. Aber das ist jetzt natürlich dann auch der erste Punkt, wo halt ein paar Stops fliegen können. Ne? Also generell ist es natürlich richtig, dann hier kurz vor dem Hoch zu shorten. Aber wie gesagt, hier trifft das reine Future-Volumen auf das, was jetzt im Kassa kommt. Und wenn da jetzt natürlich einfach ein fetter Kaufauftrag drin ist und dann wird das dem Markt dann letzten Endes egal sein. Und dann ist das natürlich der erste Punkt, an dem sich nur oben was auflösen kann. Und weshalb der natürlich auch relativ stressfrei. Und das wäre übrigens der nächste Punkt, den habe ich hier gar nicht eingezeichnet, sehe ich gerade. Die 268. Da sind wir direkt hier oben drüber. Das wäre dann ganz klar der nächste Punkt, wo man das mal angehen kann. Die einfach auch, ja, es ist genau das Gleiche. Ich meine, wir laufen halt hier seitwärts. Ne? Da macht es auch nicht viel Sinn, da irgendwie ständig neue Linien und Levels einzuzeichnen, weil einfach nur die bestehenden, ja, dann halt nochmal weiter oder halt zum x-ten Mal halt gehandelt werden. Ne? Und das ist halt, gilt für die 268 eigentlich noch mehr als für die 242. Und die war halt ganz oft schon entsprechend wichtig für den Markt von allen Seiten auch. Und deswegen ist die eigentlich der bessere Punkt. Aber trotzdem würde ich halt hier mal versuchen, da halt irgendwie zumindest eine Reaktion halt mitzukriegen. Und ich denke mal an eher, dass die 268 dann so der Entscheidungspunkt wird, dann halt zur vollen Stunde hin. Das wäre mal so meine Vermutung. Also ist natürlich. So, jetzt nicht zu viel reden, Herr Hilger. Sondern vielleicht auch mal gucken, dass da ein paar Punkte rauskommen. Das heißt also, ich vermute, dass wir halt zum Ende der Stunde hier an der 268 rumkämpfen werden. Und versuche halt die Zeit bis dahin irgendwo vernünftig, ja, dann halt hier in der kurzfristigeren Tendenz dann halt zu nutzen. Das heißt, generell passt es ja zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir halt erstmal eine Long-Tendenz, eine Kauftendenz hier haben. Trotzdem bin ich nicht reingekommen. Schönreden nutzt da auch nichts. Da war ich halt zu langsam oder zu unmutig oder wie auch immer. Aber obwohl ich eher von der 268 ausgehe, wird hier gerade gefragt, ja, weil es ja halt nicht unbedingt immer alles in einem Rutsch passiert. Und was man hier jetzt auch schön sieht, ja, wir haben halt auch hier eine relativ dicke Limit. Und dann sollte man schon ein bisschen drauf achten, also die natürlich jetzt hier auch genau dazu passt. Und da wäre es natürlich wichtig, dass die dann eben auch drin bleibt. Wenn er überhaupt da oben hinkommt. Ja, also nochmal, da wird halt gefragt, warum ich an der 241, 242 shorte, obwohl ich die 268
im Sinn habe, ja, weil wir halt einfach hier auch immer irgendwo einer Rhythmik halt folgen und weil es ja halt einfach seltenst in einem Rutsch durchgeht. Und wir haben halt hier, sieht man auch, der geht ja einfach durch diesen Punkt, der auch hier ein Widerstand war. Und das wäre halt auch ein passender Rücklaufpunkt. Also mal ausgehend davon, dass sich der Markt ja meistens im Zickzack oder in Wellen halt eben nach oben bewegt, finde ich, kann man das schon mal machen. Ist natürlich keine Empfehlung. Aber ich bin im Zweifelsfall ja auch schnell wieder raus. Und eben halt auch mit überschaubarem Risiko jetzt hier erstmal von 10 Punkten auf eine Teilposition. Das kann ich für mich auf alle Fälle vertreten. Man könnte auch genauso gut, ne? Ich meine, wenn man halt irgendwie sagt, ja gut, ich versuche mir den ganzen Tag da irgendwie einzutüten, kann man das halt auch verteilen, ne? Da habe ich ja auch schon öfters mal was dazu gesagt, beziehungsweise auch schon mal vorgemacht. So, jetzt mal gucken. Also, Reaktion ist noch nicht da. So, die Order von eben ist leider weg. Die ist jetzt eine Etage höher. Das heißt, so kann man das natürlich auch machen, ne? Jetzt hier, sieht man das halt einen Punkt höher. Ich habe den Stop gerade mal deswegen ein bisschen weggezogen. Hier sieht man das halt auch nochmal. Da ist nochmal ein bisschen größeres Verkäuferfeld. Ich könnte jetzt natürlich hier direkt halt auch die nächste reingeben und skalieren wir den halt nach unten. Muss natürlich dann passen, logischerweise zum Konto, und ändert nichts dran, dass ich jetzt hier trotzdem auch rausfliegen kann. Das macht aber dann nichts, weil dann gehe ich einfach tatsächlich oben direkt auf die 268, falls wir jetzt hier keine Reaktion kriegen sollten. So, was sieht man jetzt? Es ist ja hier im Stundenchart, sieht man es ja. Das sind da jetzt erstmal nur knapp drüber. So, den Rücksetzer hier auf dem Pivot, den sollten wir eigentlich schon kriegen. Na, hier an der Stelle. Der ist gerechnet bis 8 Uhr übrigens. Deswegen sind meine Werte auch hier vom Point of Control und so weiter auch schon mal ein bisschen abweichend. Das heißt, ich würde jetzt hier eine nochmal rausnehmen. So, und schon ist die Nummer hier im Plus. Und kann das Ding hier auch mal ein. Nein, das wollte ich gar nicht. Sondern ich wollte den hier, der aber gerade nicht angezeigt wird. So, ne? Das heißt, wenn man dann jetzt hier zum Beispiel, wenn man das so skaliert macht, wie ich es da gerade hier gemacht habe, und dann kann man halt jederzeit auch sagen, oh, die Reaktion ist mir nicht gut genug. Ich nehme jetzt hier irgendwie meine 4 Punkte, die ich halt hier gerade habe, oder es waren ja zwischendurch auch schon mal mehr, und lasse das, ne? Kann man natürlich, das heißt, wenn ich jetzt hier oben halt ausgestoppt werde, dann sind das gerade mal irgendwie 2, 3 Punkte, ne? Eben dadurch, weil ich halt hier oben nochmal short gegangen bin mit einer zweiten Position und diese jetzt hier auch ja aufgelöst habe. Deswegen bin ich jetzt hier, sieht man es ja im Plus, obwohl der Kurs jetzt hier über meinem Entry ist, ne, weil es ja halt verrechnet wird. So, aber trotzdem, ich lasse den jetzt hier erstmal drin. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, so wie der da oben dran klebt. Aber die Chance, dass wir halt hier nochmal zurücklaufen, bis hier unten hin, ist jetzt auch nicht null. So, hier sieht man es. Ja, da ist jetzt mein gesamter Break-Even. 8 Punkte. 10. Ja, das heißt, ich könnte mich jetzt hier, wenn ich ganz sicher gehen wollte, würde ich meinen Stop hier hinziehen und dann hätte ich keine Chance, hier überhaupt noch Verlust zu machen. So, deswegen sage ich ja bitte nicht nachmachen, weil das im Zweifelsfall halt eben auch ganz schnell geht und ich natürlich da oben auch schneller geklickt habe, als möglicherweise die Übertragung hier läuft. Aber erstmal machen wir jetzt hier kein neues Hoch, wie man sieht. Von daher lasse ich den jetzt hier erst mal liegen, da wo er war. Und solange ist das ja halt auch noch im grünen Bereich. So, jetzt haben wir hier 9:15 Uhr. Es besteht natürlich schon die Chance, dass wir hier einen Nachimpuls kriegen. Ich gehe mal hier auf den 15-Minuten-Chart.
Nachimpuls, damit meine ich halt immer, ne, dass die Richtung der Kerze davor halt nochmal mit einem Impuls beantwortet wird, und wir erstmal Neues hochkriegen. Das kann jetzt hier natürlich durchaus passieren. So, den würde ich aber dann nicht nachweinen, sondern dann würde ich halt, wie gesagt, eher auf den Hauptpunkt gehen, und das ist aus meiner Sicht dann schon die 268. So, aber trotzdem muss das hier irgendwann machen. Beziehungsweise hier mal ein Stück weiter zurückkommen noch. Das heißt, ich will hier einmal unter nicht nur den Pivot runter, sondern hier auch das letzte hoch. Ja, das 8 Uhr hoch. Beziehungsweise von der Eröffnungsstunde haben wir auch noch nicht gesehen. Wäre natürlich auch erstmal ein vernünftiger Rücklaufpunkt. Heißt aber trotzdem nicht, dass er mich nicht vorher da oben abschießen kann. Ne? So, weil wie gesagt, hier Nachimpuls. Und da oben sieht man auch schon, da ist auch der nächste Kandidat für runter, der liegt auch schon gleich wieder eine Etage höher. Man könnte das natürlich jetzt auch so machen, dass man sagt, okay, ne, ich schiebe den jetzt erstmal weg und schnappe mir hier oben direkt nochmal den nächsten, genau im gleichen Prinzip. Aber da muss man sich halt einfach drüber im Klaren sein, dass man halt hier schon gegen den ja, Gesamtimpuls hier von der Eröffnungsstunde halt handelt. Ne? Und das kann natürlich auch mal ganz fürchterlich ins Auge gehen. So, weil ich sage, es ist nur eine Möglichkeit, muss man aber nicht zwingenderweise so machen. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich ziehe den jetzt mal hier hin, da kann auch nichts mehr schief gehen. Und hoffe, ja, ist kein guter Ansatz, ich weiß, aber es ist auch kein guter Ansatz, jetzt hier irgendwie blind dran festzuhalten. Und darauf zu bauen, dass ich jetzt recht habe, dass wir unbedingt nochmal da hinlaufen. So, deswegen sage ich, ich hoffe jetzt an der Stelle mal, dass wir jetzt keinen Nachimpuls kriegen und dass wir hier unten zumindest mal hier die 226, was ja auch jetzt das Value Area High ist von heute, dass wir dahin nochmal zurücklaufen und da halt mal rausfinden, ob die Marktteilnehmer da bereit sind, über die VA hinaus zu kaufen. Wenn nicht, gehe ich halt hier mit Null erstmal raus. Ich hätte nach wie vor die Möglichkeit, hier meine 8 Punkte, knapp 10 Punkte jetzt hier mitzunehmen. Und das ist halt eben immer, finde ich, wenn man es halt wirklich diszipliniert macht, der Riesenvorteil, wenn man halt eben Positionen skaliert, so wie ich es halt gerade ja auch gemacht habe. Ja, weil ich ja auch nicht weiß, so kriegen wir hier die 250, die ich ja hier auch nicht grundlos drin hatte, ja, die noch aus dem letzten Live-Trading halt kommt. Oder ist es die 242 oder doch die 268. Und da kann man natürlich eben alle Positionen dann halt verkaufen und kann das Ding dann halt zwischendurch in dem Rauf und Runter hier dann auch entsprechend managen. Habe ich ja auch gerade gemacht. Ne? Ich habe ja gesagt, so dahin will ich auf jeden Fall nochmal zurück. Und da habe ich ja auch die zweite Position aufgelöst, hier mit irgendwie plus 10 ungefähr. Ich habe ja keine Glaskugel. Leider. Leider, leider, leider. Gab auch keine zu Weihnachten dieses Jahr. Bin sehr geärgert. Guckst unter Weihnachtsbaum, denk, Mensch, da schön verpackt. Eckige Schachtel, hätte genau eine Kugel reingepasst, aber war nix. So, jetzt kommt noch mal ein bisschen Bewegung hier nach unten. So, hier neues Tief. Das heißt, ich ziehe hier auch mal nach direkt. So, das gesamte Ding jetzt 12 im Plus. So, also hierhin würde ich gerne mal laufen an das VAH. Aber die sind schon ganz schön auf Long gebürstet hier, ne? Sieht man ja auch. Ist natürlich jetzt sehr knapp hier, ne? Mit dem Stop. Aber wie gesagt, ich bin halt hier einfach gegen den Intraday-Impuls. Was man halt hier jetzt auch sieht, sowas geht gerne immer unter. Wir haben hier den letzten Außenstab Long im H1. Da ist er jetzt einmal unten hin. Und das ist natürlich dann auch entsprechend jetzt hier direkt nochmal Reaktionspunkt. So, guck, ist doch schön. Da sind wir doch genau da, wo ich überhaupt eigentlich nur hin wollte.
So, komm, ich mache den jetzt mal zu. 16 Punkte. So, weil kann natürlich jetzt sein, also ich meine, schön wäre natürlich ganz klar, ne, die ganze Strecke hier runter auf die 204, dass wir das halt nochmal sehen. Kann aber einfach auch sein, dass er jetzt hier an der 229 da halt direkt nochmal nach oben dreht. Und deswegen bin ich jetzt hier auch erstmal raus. Ich hätte ihn natürlich jetzt auch trailen können, aber Trading macht halt auch nur Sinn, wenn man halt im Trend unterwegs ist. Und das bin ich halt hier gerade nicht. Sondern es war jetzt erstmal nur der erste Reaktionspunkt, den ich ja ganz am Anfang genannt habe. Und da muss man auch, glaube ich, bisschen bescheiden bleiben und dann auch mal sagen, danke, dass das funktioniert hat. Und nicht immer gleich übermütig werden und sagen, ja, wenn ich da recht hatte, da hatte ich da, dann kriege ich da unten auch noch recht. Das geht meistens bitter aus. Das geht zwar dann irgendwie ein paar Mal, aber irgendwann kriegt man dann fürchterlich einen von Latz. Und ja, und dann nachher steht man vorm Spiegel und sagt, redet mit sich selber. Also, kennt ihr das? Macht ihr das manchmal? Ich mache das manchmal. Wo ich mich da selber mal immer wieder mal kritisch hinterfrage und sage, Junge, was hast du denn hier gemacht? Wie konnte das denn passieren? Und das sind genau solche Dinge halt, ne, die dafür prädestiniert sind, auch wenn wir jetzt hier nur im M1 sind, ja, aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Und ja, weil man kriegt irgendwann so, ein Kumpel von mir hat das mal Händlerarroganz genannt oder Marktarroganz, ne, so nach dem Motto, ja, ich bin hier, ich bin der Chef vom Markt, der Markt macht, was ich will. Aber halt, das ist natürlich menschlich, ne, weil man dann halt irgendwie sieht, so, ja, der macht ja das, was ich wollte und dann glaubt man, das funktioniert immer so, ne. Und verliert dann halt eben auch gerne mal irgendwie das ganze Ding aus dem Auge. Ne? Vor allen Dingen, ich meine, ich rede die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber ich habe vor 9 von Long geredet, bin jetzt hier Short, ja. Und dann, ich weiß nicht, was das Gehirn dann manchmal auch mit einem macht, dass man dann plötzlich vergisst. Und danach steht man da und dann sagt sich so, warum habe ich die 20 Punkte nicht mitgenommen? Ich wollte doch Long. Und ich habe die Short geschenkt bekommen. Was ist los? Ne? Und deswegen finde ich auch immer ganz gut, wenn man halt dann irgendwie zum Beispiel eine Position dann hat, wie soll ich das sagen, wenn man die erstmal zu hat, ne? Also auch gerade in der falschen Richtung oder vielleicht auch generell, dass man erstmal sagt, okay, ich mache mir jetzt einen Kaffee und hock mich mal auf die Couch oder sonst wohin und gucke mir das nochmal an, weil man dann halt auch nochmal so ein bisschen Reset auch irgendwo macht und dann halt auch nochmal irgendwie das Gesamtbild dann halt auch nochmal eher sieht und dann vor allen Dingen vor dem Trade, den man irgendwie gerade hatte, auch erstmal nochmal Abstand gewinnt. Und deswegen habe ich zum Beispiel halt immer das iPad auch am Start, weil es mir einfach hilft, eine andere Perspektive auch nochmal zu bekommen. Ne? Ich meine, ich sehe da gar nichts drauf, ja, weil das sind ja keine Indikatoren, kein Point of Control, kein nichts ist da halt zu sehen, aber halt einfach das nackte Bild. Und finde ich, das hilft immer auch so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Distanz zu bekommen und aus dem Wald ein Stück zurückzutreten, und nicht nur die Bäume zu sehen, sondern eben auch nochmal den ganzen Wald. So, und das finde ich immer das Gute übrigens an den Webinaren, die mir tatsächlich auch helfen beim Handeln, weil ich ja da viel disziplinierter auch sein muss und weil ich ja hier unter Beobachtung im dreistelligen Bereiche halt auch bin und dann darf ich auch keinen Unsinn machen. Und das hilft mir tatsächlich dann auch immer, mich selber nochmal zu besinnen und dann zu sagen, okay, bremst mal kurz hier und erzähl lieber irgendwie irgendwas, bevor du hier nochmal sinnlos auf den Knopf drückst. So, also das war jetzt mal kurz laut gedacht, aber ich glaube, das konnte sicherlich der eine oder andere auch nachvollziehen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr einen Trade zu habt? Macht ihr eine Pause? Würde mich echt mal interessieren. Gibt es da Regeln oder macht ihr direkt weiter? Könnt ihr ruhig mal hier reinschreiben, wie da euer Ansatz so ist. Lutz, das
werde ich jetzt nicht kommentieren, was du da geschrieben hast, ne? Aber ganz kurz, was man jetzt halt hier sieht, ne, ist die 242. Das war eine Übertreibung. Jetzt hier nochmal dran gelaufen, dreimal dran abgeprallt. Also ganz falsch war die nicht. Sieht es auch im M15. Ne? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich dann schon die Reaktion. Die 221 lasse ich hier definitiv außen vor. Sondern wird dann schon hier unten auf diesen Punkt eher nochmal gehen. Falls wir da runterkommen, dann würde ich tatsächlich versuchen, da unten mich einzukaufen. Und was halt hier wahrscheinlich jetzt kommen wird, der will heute nicht malen. Also doch da. Was jetzt hier wahrscheinlich, hey, geht ja, kommen wird, ist halt, dass das zeitgleich hier mit dem EMA 200 zusammentreffen könnte. Beziehungsweise, wenn er da runterläuft und am EMA 200 dann abprallt, dann war es für meine Begriffe, kann ja jeder machen, wie er will, aber für meine Begriffe war es dann halt einfach nur das zeitlich zufällige Zusammentreffen, weil der EMA läuft ja zum Kurs, nicht der Kurs zum EMA. Und hier unten haben wir halt nun mal hier auch einen Widerstand, der einmal umspült worden ist und hier nochmal gekauft worden ist, wo der Backtest dann halt fehlt. Das heißt, wenn wir dann halt einen Abpraller kriegen, möglicherweise ist auch das VAL bis dorthin hoch und dann hätten wir hier tatsächlich auch drei Argumente und der EMA 200 wäre nur eins davon. Und was natürlich dann auch schön passen würde, ne? Da bin ich dann auch ein Fan davon, wo ich sage, okay, das kann man machen, weil das ist halt einfach nochmal zusätzlich ein Punkt, der hier Sinn macht oder der mir einen Grund gibt, da halt long reinzusteigen. So, mal gucken, da kommen ja ein paar Antworten. Also zu der Frage vorhin, was ihr macht nach einem Trade. Christoph sagt zum Beispiel, ja, wie du sagst, am besten einfach weit weg vom PC hier, vom PC. Das Gehirn wird einfach nur gierig. Das stimmt. Gier ist ein ganz, ganz übler Begleiter beim Trading. Der Lutz macht Pause. Davor hat er noch was anderes gesagt, aber wie gesagt, kommentieren wir hier nicht weiter, was er da macht. Der Reinhard, immer volle Kanne weiter, solange der Kopf in Balance ist. Ja, die Frage ist immer nur, wenn der Kopf nicht mehr in Balance ist, wann merkt man das, ne? Aber gut, bin ja manchmal auch ein Freund davon oder sag halt irgendwie, wenn ich merke, ich bin irgendwie, vor allem, also Disziplin ist halt immer so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich merke, ich bin diszipliniert und kann mich da halt bremsen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, da halt irgendwie zu lange Pause zu machen. Außer ich war halt wie hier jetzt gegen den Trend. Da sage ich dann schon eher mal, okay, kurz mal zurücklehnen, aber ansonsten tatsächlich dann auch nicht. Ja, genau. Wann man merkt, wenn das Gehirn aus der Balance ist, wenn das Konto platt ist. Das ist genau das, was es zu vermeiden gilt, würde ich mal behaupten. Welchen Trail benutzt du für die Order? Einfache LPO. Ja, genau. Da fragt die Natalia hier. So, jetzt haben wir hier Geschrabbel. Von daher auch nicht so falsch. Das wären natürlich noch ein paar Punkte mehr gewesen, aber. Oder? Nee, Quatsch war ja gar nicht mal. Ne? Wir sind ja ziemlich genau hier unten ausgestiegen. Also kannst du ja anzeigen lassen. Es gibt ja so lustige Funktionen hier. So, 17 Punkte. Ja. Hier raus. Das passt doch. So, aber dann gehe ich jetzt mal auf den H1. Und gucken wir das nochmal genau an. Also hier, ne, klar, markttechnisches hoch. Aber die Tendenz ist ja halt echt, also ich bin zwar hier jetzt im M15, sorry, aber die Tendenz ist natürlich trotzdem ja unüberschaubar nach oben gerichtet, universellbar nach oben gerichtet. Da hatte ich schon fast Manschetten vor der 268, wenn ich mir das hier mal im Kleineren angucke, weil ich mir das hier so anschaue, dann haben wir eigentlich die nächste echte Welle, boah, über der 300.
Schon wieder. Da wären wir tatsächlich schon wieder bei der 329, die ja halt inzwischen auch vermutlich sogar in der Bild-Zeitung steht, die ich ja schon irgendwie seit Jahren im Chart habe. Aber ich muss das hier mal kurz, ich zeichne die mal ein. Also hier haben wir halt natürlich, das sieht man ja, ne? Unübersehbar halt im M15. Geht das jetzt wieder schön hier? Ja, geht. Ja, wir kommen hier runter, letzte Welle nach oben und dann bäm. Dann ging es halt hier ordentlich im Rutsch runter. Das heißt, das hier oben ist eigentlich so der Punkt, wo es dann vorbei war und ab hier hat es halt nach unten dann auch beschleunigt. So, und die 268 ist da eigentlich schon fast unsichtbar. Ist auch jetzt hier gar nicht eingezeichnet, außer was man halt sieht, beziehungsweise sehen wird. Wenn ich nämlich jetzt hier einfach meine Linie einzeichne, wird man sehen, die ist genau hier, oder? Ja, genau richtig getippt. So, die 2, 6, 8. Aber da ist halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, ne? Das ist halt hier, würde man das jetzt aufdröseln in den M1 an der Stelle, dann würde man da halt sehen, dass wir halt hier nochmal eine Welle haben, eben entsprechend auch nach oben, dann halt hier runter. Das heißt, wir haben hier schon durchaus, ist da was, ob das groß genug ist, steht auf dem anderen Blatt. Spannender finde ich dann tatsächlich eigentlich eher diesen Punkt hier, weil hier haben wir natürlich schon länger, über einen längeren Zeitraum im M15 halt Support gehabt, ne, wo er hier oben runterkam, hier ordentlich supportet. Also ich versuche halt nicht die Peaks mir zu nehmen, sondern immer Eröffnungs- und Schlusskurse. Und weil das sind dann immer eher so die Ausläufer oder wie der Thorsten Helbig immer sagt, nachlaufende Tiefs. Und wo es dann einfach in der Minute mal irgendwie kurz nochmal drunter ging. Aber im Endeffekt sieht man ja, wo es dann, wenn es dann reagiert hat, hat es auch wieder hier an den Eröffnungs- und Schlusskursen reagiert. Und das war halt so der Punkt, wo es dann halt hier richtig so flop runtergegangen ist. Das heißt, die Zone hier oben, angefangen von der 293 bis zur 311, im ärgsten Fall eben die 329 wieder. Da gab es schon massiv Volumen. Das ist tatsächlich interessanter. So, und das, ich werde mir das trotzdem jetzt mal angucken hier mit der 268, beziehungsweise hier der Peak drüber. Aber das ist nicht ohne. Und die 293 wäre natürlich schon, ist natürlich schon ein ordentlicher Hammer. Also rein von der Strecke her, ne, was er da halt zurücklegen muss jetzt auch. Aber ich meine, das Ding rennt ja hier wie Schmitz' Katze. Ist natürlich schade, ne? Wenn man da jetzt long drin gewesen wäre, hätte man überhaupt keine Schmerzen mehr gehabt. Aber ich habe ja gehofft, dass wir noch ein bisschen tiefer reinkommen. Also muss ich jetzt mit dem leben, was ich halt jetzt hier habe. Beziehungsweise müssen tue ich eigentlich gar nichts mehr. Ne? Ich kann auch mit meinen 17,5 Punkten hier zufrieden sein und sagen, gut, das war ein schöner Tag und ich bedanke mich dafür, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde oder 20 Minuten hier eigentlich schon ein vernünftiges Tagesergebnis erzielt habe und mache den Rest vom Tag was anderes. Schöner Ausstieg hast du gehabt. Ja, ne? Das im Nachhinein, ne? Also hat sich das tatsächlich dann auch bewahrheitet, ne? Dann eher halt hier zu sagen, lieber mal raus. Ja, weil ich halt logischerweise halt ja nicht weiß, ne? So irgendwie, ich meine, wenn die Tendenz hier so massiv auf der Käuferseite halt ist und dann darauf zu bauen, dass wir da halt irgendwie noch großartige Rückläufe kriegen, immer tricky. So, jetzt haben wir hier halt auch den R2. Ach, die Skalierung im MT5 irgendwann. So, das ist halt, der R2 ist oft im DAX ein guter Reaktionspunkt. Der passt natürlich jetzt hier schon zu. Zu 6,8. So, wir haben auch die erste halbe Stunde um.
den Tageschart was übersehen habe. Na, zum Scalpen sieht man ja, das war eigentlich gerade wieder prädestiniert, um da halt mal ganz schnell irgendwie 10 Punkte mitzunehmen. Das wäre ich natürlich. Nein, ich will nicht sagen, hätte ich machen können. Ich habe die 268 hier im Auge und habe es zu spät gesehen. Punkt. Und wir sind auch nicht dran gewesen an der 268. Ja, schreibt auch der Lars. Genau, Disziplin. Das ist für mich die Frage. Gestern 5R vorne, am Nachmittag nur noch 0,5. Ja. Kennen wir alle. Zum DAO gleich. Wo steht denn der überhaupt rum gerade? Der hat sich gar nicht viel bewegt auch, ne? 738, der war heute schon höher. Kann ich gleich noch machen, klar. Aber erstmal hier versuche ich den DAX noch abzufrühstücken im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt. Gucken, also ich finde es, ich lasse die auch hier liegen, ne? Die 204. Ich weiß ja nicht, wenn zwischendurch irgendwie einer auf den Knopf versehentlich drückt und dann freuen sich andere wieder, wenn es günstig wird. Das wäre natürlich schon ein übler, gemeiner Dip. Aber den würde ich schon gerne machen, wenn er denn kommen würde. Deswegen bleibt es erstmal da unten liegen. Ich meine, sehen wir ja auch halt oft, ne? Dann irgendwie klatscht es halt mal irgendwie 30, 40 Punkte runter und dann plötzlich wird alles wieder hochgekauft. Weil der Punkt halt einfach für meine Begriffe immer noch Sinn macht hier. Also wandert hier auch alles gerade schön mit, ne? Ich habe vorhin gesagt, hier der M1, also der EMA 200, die VAL kommt immer höher, hat man gerade gesehen, ist auch nochmal gesprungen. Plus eben, dass halt hier ein durchgekaufter Widerstand ist. Schon denkbar. Schon denkbar. So, ich würde sagen, wir warten mal noch irgendwie zumindest mal diese 15-Minuten-Kerze mal noch ab. Also was halt immer, ich weiß nicht, warum das so ist, aber was man halt echt immer wieder ganz gut beobachten kann, das ist natürlich jetzt bei mir ein bisschen sehr individuell mit meinen Marken, aber die 268, ich glaube, die hat man auch mittlerweile schon anderweitig auf dem Schirm. Wenn der kurz davor bremst und macht einen zweiten Anlauf, also das wäre jetzt für mich schon ein Grund, auf keinen Fall mehr an der 268 zu shorten, wenn die jetzt kommt, sondern eher schon fast ein Grund zu sagen, ich gehe da oben long. Weil ganz oft ist es so, wenn es kurz davor bremst, geht es im nächsten Anlauf mit Karacho durch. Und wie gesagt, das ist halt jetzt so ein bisschen individuell, vielleicht auf meine Marken bezogen, aber das habe ich schon so oft gesehen, dass das genau so dann passiert. Und wie gesagt, keine Ahnung warum. Das ist einfach nur eine Beobachtung dann halt über Jahre hinweg und die jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig ist. Nur vielleicht zur Erklärung, warum da jetzt keine Order liegt. Sondern dann wäre ich hier auf jeden Fall eher an der 293, weil es wäre schon prädestiniert, um dann halt hier auch wirklich durchzuballern, Stops abzufischen und dann in einem Rutsch da oben hin. Da habe ich eh noch eine gelbe boah, ich lalle schon. Eine gelbe Linie liegen sehe ich gerade. Das heißt, das sind immer Punkte, die ergeben sich dann halt. Also ich mache bei mir immer gelb einfach im Chart ganz dünn. Neue Punkte, die halt später relevant werden können und wenn die halt was werden und dann kommen die, wandern die rüber in H1. Und das sieht man ja hier, ne? Also das heißt, da oben, das passt zusammen. Das heißt, die ist ja auch, oder die habe ich nicht wohin gemalt, ne?
gehe ich mal nicht von aus. Falls doch, dann sollte ich, glaube ich, mal zum Arzt. Ja. Und das ist halt für mich einfach nur nochmal eine zusätzliche Hilfe dann halt davon, um das halt eben auch ein bisschen besser greifen zu können. Und auch jetzt nochmal ein Grund, warum ich dann sage, wenn Short, dann da oben. Und dann da. In der Erwartung, dass wir halt hier auch entsprechend durchschieben. So, der R2 hätte ein paar Punkte mehr gebracht als nur 10, ne? Das ist schon recht ordentlich. Das waren jetzt hier schon fast 30 Punkte. Aber gut, man kann ja nicht jede Bewegung mitnehmen. So, ich gucke hier gerade noch so ein bisschen in die Fragen. Aber das ist jetzt nicht so wirklich viel. Danke, lieber Marco, übrigens für die Blumen. So. Achso, im Stundenchart, genau. Da sieht man es wahrscheinlich eh besser. Ja. Hier sieht man auch, ne, massiv Support da oben über mehrere Stunden und dann hat es geknallt in die andere Richtung. Und hier sieht man halt auch, das ist ein alter Widerstand, auch an der 268. Ne? Hier sieht man es auch ganz deutlich, da woher das kommt. Also, dass die jetzt nicht gerade erst da drin ist und hier unübersehbar. Und auch wenn es einmal kurz drüber geht, ein Hütchen drauf gebaut, doch wieder runter und dann tschüss. Ne? Hier ganz deutlich nochmal. Zweite Stunde im Anlauf, plopp. Weit, weit runter. Ebenfalls hier. Und jetzt nochmal. Vielleicht ist die auch mittlerweile einfach nicht mehr so genau. Das ist natürlich auch, wenn der Markt so seitwärts läuft, und ich nenne es dann immer. Dann verwässert das halt auch gerne mal so ein bisschen. Das heißt, die Punkte werden dann halt irgendwo ungenau. Das liegt dann meines Erachtens daran, dass da keine Algos mehr aktiv sind irgendwann, sondern dass die manuell gehandelt werden. Wobei die Algos immer so ein bisschen präziser sind. So, und hier sieht man halt auch dazwischen in der letzten Bewegung nach unten, da ist nichts mehr. Ja, aber hier oben, da auf jeden Fall. Und da haben wir halt auch hier schon mal einmal nach unten verkauft. Hier, zack, nochmal. Und das wäre natürlich 311, ist natürlich schon nicht gerade um die Ecke. Aber für weiter Short oder für eine größere Strecke Short, glaube ich, ist das der sinnvollere Punkt als jetzt hier die 268. So, aber ich behaupte fast mal, der ist jetzt hier erstmal gelaufen. Da werde ich jetzt nicht mehr vernünftig reinkommen. Das ist ja auch hier momentan und gerade nur noch seitwärts um den Point of Control drumherum. Wie gesagt, die hier unten, die bleibt jetzt erstmal da, aber hier kann ich jetzt erstmal gar nichts machen. Das bringt nichts. Das wäre eher so eine Abteilung für den Heiko Behrendt. Da würde ich mal tippen. Der liebt ja seitwärts. Und hier 3 Punkte, da 4 Punkte, da 2. Und so baut er sich jeden Tag seinen Kuchen zusammen. Aber meins ist das jetzt hier nicht so unbedingt. So, also, ich lasse das mal hier drin und switch mal eben um, beziehungsweise muss hier gerade mal gucken, ob ich den Dow hier am Start habe. Bisschen vorbereitet habe ich den gestern Abend noch. Und mal gucken, ob das alles noch da ist, wo es sein soll. Soll jetzt aber nicht böse sein, wenn ihr den gleich seht. Ich habe nämlich da eine Position auf. So, ich muss aber mache hier erstmal zu. So. Here we go. Also, der Dow, ne? Ich habe den gestern hier halt irgendwann eingekauft und liegt da auch so 3 Punkte vorne. Aber das ist ja ein nachträglicher Trade. Davon kann sich ja keiner was kaufen. So,
Also der DAO und natürlich, ich meine, der ist für mich halt generell einfach long. Ne? Also deswegen ist auch, glaube ich, nicht so weiter verwunderlich, dass ich da jetzt keinen Short drin habe, sondern halt long. Den habe ich ja insofern mal vorbereitet, was man da halt sieht, ist, also mal gucken, ob ich das nochmal zusammenkriege, gedanklich. Generell das ähnliches Verhalten wie im DAX. Ne? Ich bin jetzt hier erstmal im Stundenchart. So, Verhalten wie im DAX, das heißt, wir irgendwo ein Down Gap gehabt und dann halt hier so ein bisschen Nachimpuls zu dem Down Gap, hier auch dieses Low unterschritten, aber generell läuft er halt hier einfach wieder in seinem übergeordneten Trend halt weiter. So, grün, also das ist natürlich jetzt schwer irgendwie da halt zu sagen, ja, wir laufen jetzt am Stück darunter oder gehen nochmal da unten hin. Ich habe das halt, ich ziehe nur den Stop nach in dem Long jetzt erstmal, aber generell jetzt hier für heute, wenn die Kasse um 15:30 eröffnet und irgendwie zielstrebig nach unten rennt, wäre das hier so mein Lieblingspunkt für einen Einstieg. Die 28 558 etwa rum, beziehungsweise hier bis runter zum Point of Control auch von gestern, das ist die 511. Einfach aus dem gleichen Prinzip wie immer. Ne? Wir haben halt hier einen fetten Widerstand gehabt, beziehungsweise einen fetten Verkäufer hier runter und laufen da einfach hoch. So, das funktioniert so ja nicht. Fast nie. Und da fehlt halt einfach auch an diesem Punkt hier, wo das Volumen anfing, nach unten zu drücken, da fehlt halt einfach ein Backtest. Und weil das ganz oft so ist, also ich kann es immer nur so interpretieren, dass da halt hier viele Marktteilnehmer einfach überfahren wurden, dann nimmt auch das Volumen nach oben hin ab, weil es dann uninteressant wird. Und irgendwann wird dann halt auf den Knopf gedrückt und der Markt wieder nach unten, weil das hier natürlich dann halt auch ein Entry ist, der dann auch wiederum vernünftig und plausibel ist. Das heißt, da hatten wir gestern das größte Volumen. Wir haben hier die Verkäufer aus dem Markt gedrückt. Also ist das natürlich ein Kandidat für einen Dip an der Stelle. Und was dann natürlich noch hinzukommt, je nachdem, wie lange das dauert, und jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Wenn das jetzt noch ein paar Stunden hier schiebt, dann läuft natürlich auch entsprechend hier der EMA 200 im Stundenchart läuft natürlich perfekt nach. Ne? Das heißt, der liegt jetzt gleich irgendwo zwischen der 558 und dem Point of Control. Deswegen Dip-Zone für heute Nachmittag, ganz klar der Bereich. Ja, muss man natürlich jetzt auch nicht 100 Punkte aushalten, aber wenn er dahin läuft, das wäre für mich ein Long-Kandidat, dem ich auch gerne mal irgendwie 50 Punkte Luft gebe. Und mir da mal in Ruhe anzugucken, ob wir nicht da oben diesen Bereich mal vernünftig attackieren. Und umgekehrt natürlich, wenn wir jetzt halt direkt nach oben laufen, hier oben haben wir halt entsprechend auch die letzten Supports. Also ich habe das natürlich im Minutenchart mir genauer halt rausgesucht. Da oben haben wir die letzten Supports, die wurden verkauft und auch nicht wirklich rückbestätigt. Das heißt, hier haben wir das gleiche Prinzip. Tendenz ist zwar hier halt auch eher long, aber ohne Volumen wird das nicht funktionieren, dass der da einfach oben durchläuft und dann halt hier ein neues ATH und 29.000 Juri. Selbst wenn er die erreicht, dann wird er das nicht halten können. Nicht, wenn das so nach oben schleppt. Deswegen wäre das halt hier auch natürlich umgekehrt ein Kandidat, wenn er sagt, wow, ich suche den Big Short. Der ist meines Erachtens jetzt ohne das eine Empfehlung abzugeben, aber ganz gut beraten, wenn er sich den Bereich 28.860 halt anguckt. So, und dazwischen erstmal nur Gezappel. Ne? Das ist natürlich jetzt eine ordentliche Strecke. 860 bis rund 560, das sind natürlich 300 Punkte. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Geduld aufbringt, einen von irgendwie den beiden äußeren Punkten abzuwarten, natürlich auch eine Riesenchance, da halt 300 Punkte auch einzufahren. Ne? Und von daher, aber hier reinspringen, glaube ich, lohnt sich nicht wirklich. Das macht, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Sinn. Im Tageschart, ich meine, da muss man, glaube ich, gar nicht, obwohl kann ich ja schon auch mal machen. Da ist halt unverändert. Ne? Tendenz, long, 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 sieht man ja hier an den Bewegungen. Und ich habe hier tatsächlich auch mal letztens mal Fibos eingezeichnet, woraus die dann auch resultiert ist, aber so wirklich genau war der Punkt jetzt hier jetzt, hoppla,
Das wollte ich gar nicht so wirklich genau. War der Punkt jetzt hier gar nicht mal ja, im Daily sieht es immer aus, so wie hat genau gehalten. Ich mache ein bisschen größer noch. Aber das ist natürlich dann schon eine ordentliche Strecke hier dazwischen. Aber nichtsdestotrotz, ähnliches Ding halt einfach, ne? Wie im DAX. Also hier halt auch zum Jahresanfang irgendwie, beziehungsweise zum Jahresende hier runter und dann zum Jahresanfang Gap nach oben, muss man sich genauso wieder gedanklich dazu rechnen. Und wenn man dann nämlich halt mal guckt, so, wie geht das hier mit den Linien? Und dann halt mal guckt, dann sieht man nämlich hier auch, also wo ich ja vorhin auch meinte, im DAX, das muss man sich dazu denken als Kerze eigentlich. Ne? Dann sieht man in dem Bereich, da wäre nämlich dann ja halt eigentlich ja, das Gap da halt mitgerechnet von dieser. Dann ist in diesem Bereich, fängt es eigentlich an. Was hat er gemacht? Er ist einfach nur runter auf den Außenstab, dann halt nochmal und einfach wieder nach oben. Ne? Mehr ist eigentlich nicht passiert. Und hier halt auch so, ne? Kurz drunter gedippt, aber schließt wieder gestern auch sauber hier in dem Außenstab, in der Aufwärtsbewegung. Und deswegen hat hier auch Tendenz Long und klar oben drüber, ne? Also mit neuem ATH. Das ist eigentlich schon fast klar. Wobei klar gibt es nicht. Aber halt liegt schon sehr auf der Hand, dass das so kommen könnte. Aber wie gesagt, am liebsten gerne mit einem Dip. Und weil dann hält es auch länger. Also beziehungsweise läuft dann auch in der Regel weiter oben durch. Ja, gut, das ist der Kollege Dau, wie ich den halt für heute jetzt erstmal einschätzen würde. Und im DAX, ja, ne, ich glaube, das macht jetzt wahrscheinlich auch irgendwie wenig Sinn. Da auch jetzt hat er hier tatsächlich die 6,8 nochmal genau, oder? Ne, 6,7, da fehlt nur ein Punkt. Ich glaube, da ist jetzt auch erstmal alles soweit gesagt. Und bis da der nächstmögliche Entry kommt, ich schätze mal, da sind wir irgendwie in der Richtung von 11 Uhr. Und so lange wollen wir hier eigentlich auch nicht unbedingt bleiben. So, die Diana fragt, bleibt das Short Limit bei 6,8? Nein, das habe ich euch schon ganz oft auch schon gesagt. Nee. Also mein Short Limit liegt hier oben bei der 9,1. Das habe ich ja vorhin auch erklärt, warum. Und deswegen, auch wenn es hier vielleicht nachher irgendwie ein, zwei Punkte gibt, ich halte das für gefährlich an der Stelle, da zu shorten. Kann natürlich trotzdem sein, klar, ne? Aber zu meinem Ansatz passt jetzt halt echt nicht. Der DAX kriecht an die 268. Ja, ich weiß. Lass den mal schön kriechen. Das macht nichts. Ihr wisst ja, was passiert, wenn es kriecht, ne? Das ist dann, erst wird gekriecht, wollte ich sagen. Erst kraxelt er rum und danach gibt es was auf die Ohren. So, die 6,8 hat 10 Punkte gebracht. Der war doch gar nicht da. Der war doch bei der 6,7. Nee, das ist, also für mich, ne, das ist, echt, das ist, ich habe das zu oft gesehen, dass er wirklich da, wie auch hier gerade geschrieben wird, er kriecht dahin, also da hinkraxelt, ganz unscheinbar. Und dann knallt es halt einfach 30 Punkte durch. Also wenn man das macht, dann mit einer vernünftigen LPO. Ne? Also ich meine, wenn ich die jetzt hier hinlege, mir kann ja nichts passieren. Ne? Also jeder, der einen Stereo-Trader hat, der weiß das ja. Wenn wir jetzt halt hier irgendwie einen Sprung nach oben kriegen, dann ich werde ja hier nicht gefillt. Ich werde ja da gefillt, wo der erste Verkäufer wiederkommt. Und bin ja immer ein bisschen sicherer drin. Wer es machen will, klar. Also wie gesagt, ich werde es halt nicht machen. Ich werde es nicht machen. Gut, so. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nein? Außer, dass ich irgendwie zum Friseur muss, glaube ich. Obwohl, ich habe Ich vorhin auch. irgendwie. Bitte? Ich auch. Du auch. Ich habe vorhin, ich habe mir hier das Bild abnehmen lassen, in Anführungszeichen. Und dann hat sie nur gemeint,
Ja, es gibt ein russisches Sprichwort, ja, und das heißt, ein Mann muss nur ein bisschen schöner sein als ein Affe. Der Rest ist egal. Ich sage, alles klar, danke. Mehr brauche ich dann heute auch nicht. Aber Soll das Motto jetzt für 2020 werden, genau, ja. Ja, das, ich glaube, das Kriterium, das schaffen wir ja alle wahrscheinlich irgendwie zu erfüllen. Wenn es mir nicht sein soll, dann ist das ja durchaus im Bereich des Möglichen. Nein, So, prima. gut. War ja Ja. schon mal ein guter Start ins neue Jahr. Genau. Ein Es war paar jetzt Punkte nicht. konntest du mitnehmen. Ja, ich glaube, es ist okay. Ne? Ich meine, ja, natürlich hätte man dann, man könnte und hätte immer irgendwie alles tausendmal besser und anders, aber ich glaube, das war jetzt erstmal ganz okay. Ne? Dafür, dass ich halt ja die eigentliche Richtung ja verpasst habe. Ich wollte ja nach oben, aber bin da ja nicht reingekommen. Dann brauche ich mich nicht zu beschweren, wenn ich halt auf der Gegenseite dann halt irgendwie nur 17,5 Punkte da halt mitnehme. Das ist schon okay, glaube ich. Damit kann man leben. Ja, ich Ja, sag mal danke. trotzdem vielen Dank. Ich zuerst, dann Ja, darfst mach du. du mal. Nein, Mein Quatsch. Also, Kaffee ich ist wollte mich kalt. natürlich bedanken für das Webinar, nicht nur für den Trade, ist ja auch natürlich nur zu Schulungszwecken, aber auch für den Ausblick und deine Analyse. Und hat mich natürlich gefreut, dass wieder so viele dabei waren und auch neue Teilnehmer in diesem Jahr. So soll es natürlich sein. Freuen wir uns. Und mit Dirk und StereoTrader geht es auch am Freitag weiter. Dann Ach, ist stimmt. Ja. NFP diese Woche. 14:15 Uhr. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann gerne bei uns auf der Webseite oder dann wird auch der Dirk den Link zur Verfügung stellen in der Gruppe und auf seinem Blog. Ich wünsche noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf. Dankeschön, Dirk. Und wie immer hast du das Schlusswort. Das hast du doch eigentlich immer das Schlusswort. Das überlasse ich dir doch immer ganz gerne, weil ich doch Wir schon wechseln genug uns rede. ab. Wir wechseln uns ab. Weil ich doch schon genug rede. So. Ja, nein, ich habe alles gesagt. Also ich sage danke, Markt, natürlich, aber vor allen Dingen danke an euch fürs Dabeisein. Wie der Nels schon gesagt hat, wir sehen uns am Freitag. Ich freue mich, passt auf euch auf euer Konto und eure Positionen. Und ich sage einfach mal, habt einen schönen Tag, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.